Hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag der DarmFit Challenge, zum letzten Video der DarmFit Challenge. Ja, Darm gesund leben, wie geht das? Das ist eigentlich gar nicht schwer und es ist eigentlich sehr lecker und es ist eigentlich ein Weg von und hinzu, ja? Ich sage immer eigentlich, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist nicht so einfach. Wenn ich euch jetzt sage, bitte lasst mal Zucker weg, dann fällt die Hälfte schon mal vom Schreibtischstuhl oder vom Sofa oder wo ihr jetzt gerade immer sitzt. Ja? Lasst mal Zucker weg. Das ist natürlich so ganz einfach. Ja, unsere einfachste Übung, wir haben ja fast nirgendwo drin Zucker. Wenn ihr es schon mal schafft, den sichtbaren Zucker wegzulassen, das wäre schon super klasse. Und auch hier spreche ich aus Erfahrung. Ich bin seit 6, 8 Wochen sowas zuckerfrei und ich sage euch, es ist ein Entzug. Ja, es ist wirklich ein Entzug. Es ist nicht witzig. Zucker ist wie eine Droge und man muss wirklich da erst einmal davon runter. Das funktioniert relativ gut, wenn man Alternativen hat, wenn man sich Alternativen sucht. Also nicht unbedingt immer dieses, was darf ich nicht, sondern vielleicht eher, was kommt jetzt dazu? Was kommt dazu an Geschmäckern? Was kommt dazu an Gerichten? Gibt es ganz, ganz tolle Webseiten, ja? So ein zuckerfrei Blog, den werde ich euch hier unten drunter auf jeden Fall verlinken. Das sieht schon, ja, das sieht schon so lecker aus. Und es sind einfach so neue Ideen. Oft braucht man einfach nur Ideen. Also zuckerfrei wäre schon mal sehr, sehr darmgesund. Weizenfrei wäre sehr darmgesund. Weizen ist einfach ein ganz, ganz schwer verträgliches Getreide. Es ist auch wirklich das Getreide, was, naja, was nicht wirklich was taugt. Ja, das ist so verändert, auch ja, gegen Fressfeinde verändert und so weiter und so fort. Sollte man nicht essen, Punkt. Hab daheim einfach Dinkel, das ist wirklich kein Problem. Steigt auf Dinkelnudel um. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ihr dürft gar kein Gluten mehr essen, weil dann wird es echt ein bisschen schwierig. Das heißt, lasst einfach einmal Weizen weg. Ja, mal für den Anfang Weizen weg. Das ist wirklich machbar, absolut machbar. Esst fermentierte Dinge. In fermentierten Dingen, also gut, wie soll ich jetzt sagen, es gibt Sauerkraut und Sauerkraut. Ja, es gibt Sauerkraut, was natürlich fermentiert ist, das hat ganz wunderbare Lactobacillen drin. Und es gibt Sauerkraut, was irgendwie ultra hoch erhitzt und sonst was ist, da ist eigentlich nichts mehr drin. Ja, schaut also drauf, achtet darauf, was ihr esst. Es gibt eine tolle Gruppe von der Katja, da geht es wirklich auch um diese gesunde, darmgesunde Ernährung, da ist auch viel mit Fermentation. Auch das verlinke ich euch natürlich hier drunter. Man muss sich also ein bisschen umgucken, ja, damit man einfach genug Lactobacillen auch schon so zu sich nimmt. Und da gibt es so, so, so leckere Dinge. Wirklich, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Es tut also überhaupt nicht weh, sich so zu ernähren, aber es ist natürlich ein Unterschied. Lasst Alkohol weg. Alkohol zerschießt euch eure Darmflora wirklich. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. So schnell könnt ihr die nicht aufbauen. Wenn ihr regelmäßig Alkohol trinkt, dann könnt ihr es vergessen. So schnell könnt ihr das nicht aufbauen, wie ihr das wieder zerschießt. Also an der Stelle darmgesund leben, ja, das hat was mit Verzicht auf der einen Seite zu tun, aber eigentlich ist es nur eine Umgewöhnung. Es ist eine Umgewöhnung hin zu etwas anderem, hin zu einer anderen Ernährung. Und wer jetzt zum Beispiel noch abnehmen möchte, für den ist natürlich so eine darmgesunde Ernährung auch was sehr Schönes. Also ich habe zusammen mit einem ganz, ganz wunderbaren Produkt von Lifefarm, was wirklich den Stoffwechsel anregt und ja auch so ein bisschen den Heißhunger nimmt und so. Ich habe in den letzten 2,5 Monaten fast 10 Kilo verloren dadurch. Also sowas geht, ja. Und sowas ist natürlich sehr gesund. Also klar, es ist eh gesund, Übergewicht abzubauen, aber es ist natürlich auch vom Darm her sehr gesund, sich so zu ernähren. Wenn ihr da Unterstützung braucht, meldet euch. Es wird auch demnächst eine Darmsanierung Plus geben. Da geht es dann wirklich um Darmsanierung und Abnehmen, weil ich weiß, dass das für ganz, ganz viele ein Thema ist. Und eben ohne Leiden, das ist mir so das Wichtigste. Ich habe auch eine Diätgeschichte hinter mir, klar, wie viele von uns. Und ich habe keine Lust auf Leiden, ich habe keine Lust auf Hunger, ich habe keine Lust darauf, schlechte Laune zu haben vor lauter Hunger. Ihr kennt das,
Ja, und das geht auch anders, das geht auch besser und dazu werden wir ganz sicher noch einiges machen. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an den 14 Tagen der DarmFit Challenge. Wendet euch an euren Darmcoach, eure Darmcoachin, weiß ich gar nicht, ob das wirklich eine weibliche Form davon gibt, ist auch egal. Euren weiblichen Coach dann von mir aus so. Ihr habt dann zugeteilt bekommen. Wenn nicht, könnt ihr euch auch heute am letzten Tag noch anmelden. info@darmsanierung-online.com. Da könnt ihr euch anmelden und werdet immer noch zugeteilt, damit ihr einen persönlichen Ansprechpartner habt. Ja, bleibt uns gewogen. Schaut hin und wieder mal, was es Neues gibt. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Erfahrungsgemäß ist die Darmsanierung im Januar voll. Würde ich euch auch dringend, dringend ans Herz legen, wirklich nach dieser ganzen Völlerei über Advent und Weihnachten macht es sicher absolut Sinn, dann im Januar damit wirklich zu starten. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch schon vorher aufrafft. Gar kein Thema. Wir sind für euch da. Wir helfen euch. Wir wollen es euch wirklich so einfach wie möglich machen, aber so natürlich so effektiv wie auch möglich. Weil das ist natürlich wichtig. Eine Darmsanierung, die funktioniert nur, wenn man vorher eine Stuhluntersuchung macht. Nicht Darmuntersuchung, Stuhluntersuchung macht. Weil reingucken von außen kann keiner von uns. Wenn ihr möchtet, meldet euch. Ansonsten wünschen wir euch von Herzen alles Gute. Macht es gut. Ciao.